So, jetzt erstmal hallo. Und ich mache jetzt sofort weiter, denn ich habe noch ein bisschen Zeit und nehme euch mit bei Muster einarbeiten und bei den Zunahmen der Raglan-Linie. Wenn es eben so ein ganz bisschen, dass man nicht alles gut sehen konnte, verzeiht mir das. Ich sitze hier mal ganz am anderen Platz und von daher habe ich mir das gerade mal angeguckt, mein Video. Naja, ich mache alles nur zum Spaß und von daher, wenn es nicht gut war, schaltet mich einfach aus. Oder guckt weiter, es wird besser. So, ich habe meinen Anfangsfaden, 34 Maschen im Hinterbereich, im hinteren Bereich. Das heißt, ich mache jetzt 17 Maschen. Eine weg, 16, weil aus der 17. Masche brauche ich eine Verdopplung. Die erste Raglan-Zunahme. In einem Raglan sind immer 8 Zunahmen. Also mache ich jetzt das so. Ich hole euch dichter dran. Ich hole mir den Faden aus der Masche, stricke die nicht ab und hole mir hinten verschränkt eine Masche raus. Meine Raglan-Linie soll so aussehen, dass ich eine linke Masche mache, einen Umschlag, eine abheben, zwei Maschen zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen und eine linke Masche. Nach der linken Masche ist mein Muster, meine Raglan-Linie fertig, also brauche ich aus der nächsten Masche eine Zunahme. Mache ich wieder so. Das ist die Kaffeemaschine. Ich hole mir den Faden und verschränkt hinten noch eine Masche mehr herausstrecken. Jetzt möchte ich ein Blattmuster arbeiten. Das heißt, mein Blattmuster geht auch wieder mit einer linken Masche. Fängt es an, ein Umschlag, drei rechte, 1, 2, 3, ein Umschlag, eine abheben, zwei Maschen zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, ein Umschlag, zwei Maschen zusammenstricken, ein Umschlag, zwei rechte, eine abheben, zwei zusammenstricken, habe ich eine Masche verdreht, warum auch immer, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Zwei rechte, 1, 2, ein Umschlag, eine linke Masche. Mein Blattmuster, was ich einarbeiten möchte, ist somit fertig. Jetzt kommt wieder meine Raglan-Zunahme. Das heißt, ich muss aus der ersten rechte eine zunehmen. Das ist dann die dritte Zunahme. Dann mache ich eine linke, ein Umschlag, eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene wird drüber gezogen und eine linke und jetzt weiß ich, nach der linken Masche kommt meine vierte Zunahme.
Faden und eine verschränkt rausstricken. Jetzt stricke ich die Maschen des Vorderteils, drehe meine Seite um. Das waren ja 41 Maschen, muss 2 abziehen, also 39. Ich habe ja aus einer Masche eine mehr gemacht. Und das an beiden Seiten. Also stricke ich jetzt 39 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Komm zu der dritten Raglanlinie. Das heißt, wieder eine Zunahme machen. Eine linke Masche. Ich muss noch umdrehen. Ein Umschlag. Eine abheben. Zwei zusammenstricken. Die abgehobene wird drüber gezogen. Eine linke Masche und die Zunahme machen. Meine sechste Zunahme. So, jetzt kommt das Ajourmuster. Das Ajourmuster fängt wieder an mit links. Umschlag, 3 rechte, 1, 2, 3, Umschlag, eine abheben, 2 Maschen zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, ein Umschlag, 2 Maschen zusammenstricken, ein Umschlag, 2 rechte, eine abheben, 2 zusammenstricken, die abgehobene wird drüber gezogen. 2 rechte, ein Umschlag, eine links. Nach der linken weiß ich, es kommt meine vierte Raglanlinie. Also wieder eine Zunahme machen, aus der rechten 2 machen. Eine linke, ein Umschlag, eine abheben, 2 zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Eine linke und aus der rechten wieder 2 machen. Einmal Faden durch und verschränkt abstricken. So, das war die erste Reihe. Des Mustersatz. Ich stricke die nächste Runde einmal rum und zur dritten Runde komme ich wieder. Bis gleich. So, bei Reihe 3 stricke ich bis vor meine linken. In der zweiten Runde alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Das habe ich vergessen zu sagen. So, wir stricken bis zur ersten
eine Masche vor der linken. Da kommt wieder unsere Zunahme. Kann man bei diesem Garn etwas schlecht sehen, aber nachher ist das drin. So, da muss ich jetzt eine Zunahme machen. Dann die linke Masche. Jetzt stricken wir zwei Maschen rechts zusammen. Und einen Umschlag. Eine linke Masche. Und aus der rechten Masche wieder eine Zunahme. Zweite Zunahme. Jetzt bis zur linken Masche stricken von unserem Ajourmuster. Dann kommen fünf rechte Maschen. Eins, zwei, drei, 4, 5, jetzt kommt ein Umschlag und jetzt eine abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Und die beiden Reihen, 1 und 3, müsst ihr immer wieder holen. Jetzt kommt ein Umschlag und dann sind wir auf der linken Masche. Dann wieder eine Zunahme machen. Ja, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Zurück, das sah mir nämlich gerade komisch aus. Ich stricke bis zu den 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habt ihr aufgeschrieben? Ein Umschlag. Eine abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Und ein Umschlag. Jetzt zwei rechte Maschen. Eine abheben. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und die abgehobene drüber ziehen. Zwei rechte Maschen. Und ein Umschlag. Und jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir auf der linken Masche der Vorrunde. Eine links. Eine zunehmen. Immer nach der linken Masche. So. Und jetzt bis zu der linken Masche stricken. Zunahme haben wir gemacht. Dann die linke Masche. Jetzt zwei zusammenstricken. Nein, ja, Entschuldigung. Zwei zusammenstricken und einen Umschlag und eine links. Und nach der linken die Zunahme der Radlanglinie. So, genau das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Alles ist gut und wir sehen uns dann zur Reihe 5 wieder. Gut. Ich denke, wenn ihr euch das aufgeschrieben habt, mitstricken ist sowieso
bisschen schwierig, aber vielleicht mögt ihr das Muster ja auch gar nicht leiden. Vielleicht solltet ihr das Muster im glatten Garn stricken, dann kann man es noch besser sehen. Jeder wie er mag. Bis gleich. So, hier unten ist mir ein Fehler passiert. Ihr müsst immer die 6 Maschen, die müssen bleiben. Da habe ich ja zwei zusammen, eine abgehoben, 2 zusammengestrickt und die abgehoben drüber ziehen und nur einen Umschlag. Dann wird das ja immer eine Masche weniger. Das geht natürlich nicht. Also die Radlandlinie muss auf 6 Maschen bleiben. Ich habe gerade gedacht, hä, wieso hast du denn da eine Masche zu wenig? Ja, hab das wie bei dem Ajourmuster, wo das soll, eine Masche abheben und 2 zusammenstricken, habe ich gedacht, das ist in dem Muster auch. In meiner Radlinie war natürlich ein falsches Denken. Gott sei Dank früh genug. So, die 6 Maschen müssen bleiben. 2, 4, 5, 6. Da vor meiner linken wird jetzt noch wieder eine zugenommen. Und dann bin ich da schon wieder auf meiner richtigen Seite. Jetzt eine linke und 2 Maschen zusammenstricken und einen Umschlag und wir sind auf links. Links auf linke Masche. So, jetzt kommt unser Ajourmuster. Also nehme ich euch da noch wieder mit. Vor meiner linken eine Zunahme machen. Da sehe ich meine linke. Vorher und nachher. Jetzt die linke. Dann ein Umschlag, 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, ein Umschlag, 3 Maschen, eine abheben, 2 Maschen zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Jawohl. Ein Umschlag. Oder kommt es hier auch nicht hin? Ein Umschlag. Doch. Ein Umschlag. 2 rechte. Eine abheben. 2 zusammenstricken. Die abgehobene drüber ziehen. 2 rechte. Umschlag und ich bin auf meiner linken. Nach der linken eine Zunahme. Und vor der linken eine Zunahme. Ich bin noch nicht im Muster drin. Gibt's doch gar nicht. Mein Ajourmuster. Hier ist meine Radlandlinie. Vorher eine Zunahme, 2. Vorher eine Zunahme, 3. Und nachher eine Zunahme. Richtig. Gut. So, Zunahme gemacht. Eine linke Masche. 2 zusammenstricken, eine linke Masche,
und nach der linken die letzte Zunahme. Alles richtig. Ich kann es ja selber noch nicht gut erkennen, ne? Von daher gucke ich nur auf mein Muster und hoffe, dass alles gut ist. Wenn ich es falsch gemacht habe, dann sage ich euch das auch. Es soll ja alles richtig laufen. So, das war dann jetzt Reihe 3 komplett. Ich ziehe gleich meine Maschen, ob da jetzt alles richtig ist. In der Mitte das Ajourmuster muss immer 17 bleiben und unsere Raglan-Linie immer 6. Und dazwischen kommen halt eben die Zunahmen. Okay, bis gleich. Stricken wir zusammen Reihe 5. Alles klar, bis denn. So, jetzt kommt Reihe 5. Ich stricke bis eine Masche vor meiner Raglan-Linie. Es war alles richtig. Macht so ein bisschen das Garn. Aber ich finde es trotzdem schön. Hatte ich ja in dem Blauen auch, in dem Eisblauen. Und von daher finde ich das immer schön, wenn ein Muster auf den Arm läuft. Da ist meine linke Masche. Zuvor eine Zunahme machen. Aus einer 2. Dann die linke. Ein Umschlag, eine abheben und eine stricken und die abgehobene drüber ziehen. Und eine linke. Nach der linken die zweite Zunahme machen. So, vor. Nächsten linken, das haben wir 1, kann man schon erkennen, da ist meine linke, jetzt wird es auch besser, also nach der Radkantlinie habe ich meine Zunahme gemacht, jetzt kommt das Ajourmuster, eine links, ein Umschlag, 1, 2 rechte Maschen, eine abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, 2 rechte Maschen, ein Umschlag, eine das muss übereinander laufen. Ein Umschlag, eine abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, ein Umschlag, eine rechts, eine abheben, 2 zusammenstricken. Ich glaube, mit der Zeichenerklärung stimmt hier was nicht. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Ja, das stimmt was nicht. Das habe ich eben schon gedacht, in der nächsten Runde. In der letzten Runde, da ist irgendwas falsch. Nützt nichts. Ich tüftel das aus. Irgendwas haut da nicht hin. Ich habe das eben schon mal gedacht. Das kann doch nicht sein. Ich will euch auch nichts Falsches erzählen. Das muss ich erstmal ein paar Reihen machen. Und wenn ich das Muster dann vernünftig drin habe, ich stricke euch das Muster, glaube ich,
aus dem Probelang. Das mache ich auch. Weil so, ich denke jedes Mal, irgendwas ist da falsch. Vielleicht haben die Erklärung falsch gemacht mit dem Pfeil. Weil unten soll ich in der ersten Strickschrift nur eine abheben, eine stricken, die abgehobene drüber ziehen. Und in der zweiten Strickschrift, da soll ich eine Masche abheben, zwei zusammenstricken und drüber ziehen. Also irgendwas haut da nicht hin. Ich kann das austüfteln, aber jemand, der das jetzt nicht weiß und sieht, kann da nichts mit anfangen. Schade. Dann ist es so. Dann soll das so sein. Ich kann euch aber was anderes zeigen. Erstmal meine Bananensocken habe ich fertig. Endlich. Eins habe ich daraus gelernt. Ich werde nie wieder einen Socken so lange liegen lassen. Ich musste das zweimal aufmachen, meinen zweiten. Der erste ist ja egal. Aber der zweite ist viel, viel fester gestrickt, so dass ich jetzt wirklich vier machen muss. Der ist ganz, ganz anders, obwohl ich genau die gleichen Reihen gemacht habe, obwohl ich die Spitze genauso gemacht habe. Aber es sieht alles anders aus. Also ich bin nicht zufrieden. Das wird ein Paar und das wird ein Paar. So ist alles gut. Aber wenn ich das genau nehmen will, ist es nicht gut. So ist das, ne? Sitzen tun sie mir perfekt. Vielleicht schenke ich sie jetzt auch einfach meinem Patenkind und lasse sie hier liegen, weil sie gestern schon gesagt hat, oh Bärbel, sind die schön, sind die kuschelig. Ja, mein Gott, dann lasse ich sie hier. Hat sich erledigt. Dann bin ich noch was angefangen. Und zwar wollte ich die Mattfrauenhandschuhe machen, mal anders im japanischen Stil, aus einem Buch heraus. Und da kam mir die Idee, das wäre auch mal ein schöner Workshop. Bei mir zu Hause macht man ganz normale, aber mit einer Klappe. So, das habe ich jetzt so gemacht. Ich bin mit 40 Maschen angefangen. Habe mir hier einen ganz, ganz einfachen Keil eingebaut. Den kann man abwandeln, je nachdem, was man für Wollstärke hat. Und ich habe hier ziemlich feste, dicke Wolle. Ich stricke das Ganze mit Nadelstärke 4. Wunderschöne Wolle. Und habe Zunahmen gemacht, bis mein Daumen da reinpasst. Da werde ich noch eine kleine Kante drum zuhäkeln. Ich hätte auch einmal eher aufhören können. Hier habe ich 7 und andere Seite auch 7. Hier habe ich 14 Zunahmen. Ich ziehe es mal andere Seite an. So ist mir dann doch hier ein bisschen zu viel. Aber wenn ich das nachher einmal hier drum zuhäkel, so, dann ist der perfekt. Da war mein Markierungsfaden. Ich habe immer davor eine zugenommen und davor eine zugenommen. Sitzt ganz gut. Und ich finde, ich hatte hier so ein bisschen zu viele Maschen. Muss ja auch warm sitzen. Und somit habe ich nach 2 Reihen nochmal 2 Maschen abgenommen. So, diese Klappe, die möchte ich hier drinnen haben, in der Hand. 2 rechts, 2 links. Habe da noch ein paar Mal drüber gestrickt. Die soll hier. Und jetzt mache ich mir eine Kappe. Habe hier vorne bei dem dicken Garn
20 Maschen noch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Und vorne habe ich 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts gestrickt. Nicht ganz so fest abgekettet. Jetzt werde ich hingehen bis zu meinen kleinen Finger, alles aufschreiben, bis zu meinen kleinen Finger, ich schätze mal noch 1, 2, 3 und in der vierten Reihe werde ich hier vorne eine Abnahme machen und da hinten eine Abnahme machen. Dann werde ich da wieder viermal drüber her stricken. Und dann werde ich dann nochmal eine Abnahme machen. Dann werde ich das wieder anprobieren. Und hier oben lasse ich das dann gerade. Schreibe mir alle Reihen auf. Und wenn ich hier oben bin, gehe ich zurück und nehme mir hier die Maschen wieder zu. Dann werde ich euch das sagen, was ich dann gemacht habe. Ob ich ein Knopfloch einarbeite oder zwei, das weiß ich noch nicht. Ist mein Prototyp und ich bin gut zufrieden. Über den Puls, schön warm. Ja, Daumen hätte ein bisschen besser sein können, aber sonst finde ich den eigentlich ganz schön. Alles gut. So, jetzt aber. Das war dann Teil 2 und so lasse ich das dann auch erstmal stehen. Ich muss erstmal reinkommen und dann mache ich euch ein Musterlappen. Okay? Alles klar. Dann nehme ich schlichtes Garn. Ich werde das hier nicht wieder aufmachen. Ich weiß, irgendwo ist der Hund begraben mit dem Pfeil. Ich werde es rauskriegen, schon in der nächsten Runde. Aber tüdeln wollen wir nicht. Ihr wollt es vernünftig haben und von daher kriegt ihr das vernünftig. Und das nenne ich dann das Muster Teil 3, die Verbesserung zu dem, was ich angefangen habe. Die Aufteilung der Maschen und auch die verkürzten Reihen sind sehr gut. Es passt auch sehr gut. Ich habe es eben einmal anprobiert. Von daher könnt ihr das lassen, wenn ihr eine Rundpasse oder ein Radland, ist es ja jetzt, eine Abteilung, Aufteilung wissen möchtet, ist ja alles gut gewesen. Und somit lösche ich das Video nicht. Könnt ihr jetzt auch alles löschen. Oder ihr sagt einfach, Bärbel, das war überhaupt nicht gut. Löscht das mal. Dann mache ich das. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf Daumen hoch und auch ruhig Kritik, wenn da irgendwas gibt. Kann ich mit leben, weil diesmal ist das auch nicht nach meinem Sinn. Aber löschen finde ich blöd. Auch die Überlegung eines Mustersatzes gehören immer dazu. Und auch mal in einer Strickschrift kann ein Fehler sein. Dann warst das nicht du, dann war das jemand anders. In diesem Sinne, habt es fein. Bitte, eure Bärbel. Tschüss. Einmal lang. Trotz alledem. Geht immer. Auf den Knopf, auf den richtigen. Jo.